Dann haben wir hier ein Luft-, ein aufblasbares Schwimmboot. Seht ihr so, so ein, was man aufpusten kann, womit man über den See fahren kann. Wir haben das noch nicht aufgeblasen und getestet, ob es dicht ist. Hier noch gute Schuhe, also einmal so eine Birkenstock-Latschen, sage ich jetzt mal, und dreimal Georgs-Schuhe. Das sind Herrenschuhe. Die verkaufe ich im Dreierpack. Bitte meldet euch nur bei uns, wenn ihr ein Kaufinteresse habt. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Orsorg Mega S zum neuen Video. Ich begrüße euch ganz herzlich bei mir auf dem Kanal zum Community gewünschten eBay Kleinanzeigen Video. Wir haben jetzt mittlerweile die Stube so ein bisschen aufgeräumt. Das ist so der Inhalt, der jetzt hier noch so steht. Und jetzt habe ich auch mittlerweile angefangen, alles in den Computer-Arbeitszimmerraum zu stellen. Ich zeige euch jetzt nach und nach alle eBay Kleinanzeigen Artikel, die bereits zu diesem Zeitpunkt, wenn dieses Video online ist, auf meinem eBay-Account und auf dem eBay-Account von der Mira vorhanden sind. Das heißt, wohnt ihr in Berlin, im Umkreis Pankow, seid in der Lage, ein Selbstabholer zu sein oder ihr wollt etwas davon kaufen und es lässt sich verschicken, ohne ein Paket von 10 Euro zu bezahlen zu müssen, wo ich mir erstmal einen riesen Karton besorgen muss, dann schreibt uns gerne an. Wir verkaufen das alles, wie gesagt. Und ja, jetzt geht es sozusagen direkt los. Ich zeige euch jetzt erstmal die kleineren Sachen, damit man sich das besser vorstellen kann. Also, wir haben einmal hier einen Abus Sicherheitsbeschlag, Schutzbeschlag. Das sind zwei Stück, das ist so ein Türbeschlag. Der seht schon, der hat hier Klebebandreste drauf, ist aber ansonsten unbenutzt. Kann man für eine Gartentür verwenden oder für sonst was. Und der ist halt vollständig mit Griff und Knauf für eine Außentür beispielsweise oder für einen Verschlag oder sowas. Dann haben wir meinen alten Router, den ich getauscht habe gegen eine Fritzbox. Ist ein ADSL2 Router, ganz normal von 1&1, kann man auch neuwertig sogar noch kaufen. Kostet im Handel irgendwas um die 50 Euro, für einen 10er ist er euer. Dann haben wir hier eine Dingensens, so eine Universalfernbedienung, die hat sogar noch die Möglichkeit VRC, also Videokassettenrekorder, zu bedienen. 8&1 kriegt man auch für 2-3 Euro. Ja, also habe ich hier aufgeschrieben, 3 Euro könnt ihr kaufen, wenn ihr wollt. Dann geht es weiter mit einem Reiskocher, der ist komplett unbenutzt und ja, der ist noch nie angeschaltet worden, der stand nur bei meinem Vater die ganze Zeit, ja, in einem Regal neben dem Herd. Deswegen hat er so viele Flecken. Das Gerät wurde noch nie benutzt. Es ist einfach nur eingestaubt. Es ist komplett funktionstüchtig. Wir haben ihn angeschaltet, piept, läuft und geht an und aus. Mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen. Ist halt ein Reiskocher. Verkaufen wir auch. Findet ihr auf dem eBay Kleinanzeigen-Account. Schaut da gerne mal rein. Dann haben wir hier noch gute Schuhe. Also einmal so eine Birkenstock-Latschen, sage ich jetzt mal. Und dreimal Georgs. Schuhe. Das sind Herrenschuhe. Die verkaufe ich im Dreierpack. Findet ihr auch, wie gesagt, bei eBay Kleinanzeigen. Könnt ihr gerne dort vorbeischauen. Dann haben wir als nächstes eine Corona Schwerpersonenwaage bis 150 Kilo. Die meisten Wagen gehen nur bis 100 oder 120. Das ist eine Personenwaage für dickere Menschen. Also bis 150 Kilo. Und die zeigt halt das Gewicht an. Ganz normal, also so eine Personenwaage halt. Dann haben wir einen alten Eierkocher, den verkaufen wir auch. Der hat seine Dienste getan, weil wir haben den Thermomix, den haben wir vorher immer benutzt. Auch 2-3 Euro, müsst ihr mal gucken, ist halt auch günstig. Dann wundert ihr euch vielleicht, was ist das denn hier? 1, 2, 3 Motorradhelme. Mein Vater ist ja früher häufig Motorrad gefahren und das sind Motorradhelme, wie ihr seht, die sind verpackt, weil die nicht benutzt worden sind. Der Fati wollte gerne immer Ersatzmotorradhelme da haben, falls doch mal einer kaputt geht oder sowas. Und ja, die kann man halt sozusagen auch kaufen. Steht auch schon alles drin. Dann ist das hier ein elektrisches Fondue-Set. Das ist der Boden, der Topf, die Standard-Fleischpiekser und nochmal weitere 6 Fleischpiekser mit Holzgriff dazu. Auch ganz simples Gerät. Wenn man das neu kaufen möchte, kostet das 40 Euro bei Aldi, wenn es im Angebot ist, 50 Euro bei Saturn und Mediamarkt. Wir verkaufen es natürlich auch deutlich günstiger. Dann habe ich hier noch einen Bauarbeiterhelm. Den hatte ich jetzt euch noch nicht gezeigt. Der hat so einen Sichtschutz. Ja, also das ist so ein Sicherheitshelm, den man sich einstellen kann mit Sichtschutz.
wenn man auf einer Baustelle oder halt in einer Werkstatt oder sowas, wo man mit Flüssigkeiten oder Holzsplittern arbeitet. Der ist halt integriert direkt, auch ganz simpel. 2-3 Euro kann man den kaufen. Ist auch unbenutzt, seht ihr ja. Also der hat keine Defekte, das ist einfach nur, steht alles nur rum. Das sind alles verschiedene Dinge, die ich von meinem Vater eingesammelt habe. Ich weiß auch nicht, warum die in seiner Wohnung gewesen sind. So, das ist jetzt der erste Teil der Sachen, die wir verkaufen. Ich stelle das jetzt erstmal alles wieder zurück, dass man hier da rankommt. So, dann geht es hier drüben weiter mit Dekokram. Verschiedene Bilder. Auch so im Paket, weiß ich nicht, ob jemand Dekoration braucht. 1, 2, 3 Bilder, so mit Indianer drauf, sage ich jetzt mal, oder mit Wolf. Und halt so eine Marmorplatte, die halt ein Dekoartikel ist. 4 Bilder, die man sich aufhängen kann, theoretisch, wenn man möchte. Auch jeweils 1 Euro. So, ich muss mal gucken, dass ich das rüberstelle. Dann geht es weiter mit so einer Tröte fürs Fahrrad. Also wenn man Leute erschrecken will oder an seinen Motorrad anbringen will, ist das eine sehr, sehr coole Aktion. Das ist so ein Klassiker aus den 80er Jahren. Finde ich auch lustig, auch 1 Euro. Kann man auch bei uns holen. Hier weiß ich nicht, was da drin ist. Das gucke ich lieber nicht nach. Dann haben wir hier eine Mischbatterie. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das ist hier so ein, auch komplett unbenutzt, Wasserhahn für Küche oder Badezimmer. Ist einfach angeschafft worden und nie eingebaut worden. Ist original, also was heißt original verpackt, ist halt in einer Papptüte drin. Ist nicht benutzt, seht ihr ja. Keine Korrosion dran, kein Rost oder sowas, kein Kalk. Ist einfach okay. Ist einfach in Ordnung. Kann man theoretisch holen. Habe ich 2-mal jetzt hier drin. Ich weiß nicht warum und wieso und weshalb, ist halt so. So, dann ist hier, glaube ich, war ein Akkubohrer oder sowas drin. Muss ich nochmal gucken. Genau. Hier ist ein Akkubohrschrauber drin von Mannesmann. Also ist auch noch eigentlich ganz gute Ware gewesen. Hat, weiß nicht, ob mein Vater den überhaupt jemals benutzt hat. Der sieht aus wie unbenutzt, weil der ist komplett, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Müsste man halt schauen. Der wird auf jeden Fall hochverkauft, kommt weg. Und wenn jemand für, weiß ich, 5 oder 10 Euro so einen Akkubohrschrauber haben möchte, dann passt es. Der Rest ist, glaube ich, Zeug, was ich noch durchgucken muss, wo ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. So viel erstmal zur ersten eBay-Ecke. Dann gehen wir nochmal kurz weiter. Dann haben wir hier noch auf dem Fußboden, die habe ich noch nicht fotografiert, aber wenn das Video online ist, kommen die auch noch rein. Das sind so eine Regalleisten, die kennt ihr auch von Ikea und vom Baumarkt und so. Da kann man halt diese Winkel reinsetzen. Die sind komplett noch aus dem Hart, also aus richtigem Metall. Die sind noch schwer und stabil und nicht diese billigen Blechteile, die es heutzutage bei Obi gibt. Die sind ein bisschen älter, waren, glaube ich, mal in einem Keller angebaut, sind abgebaut worden und ja, kann man auch erwerben. Und dann habe ich hier noch so eine original verpackte, verzinkte M6 Gewindestange. Ein Meter ist das. Ja, könnt ihr auch sozusagen kaufen. Dann geht es weiter auf dieser Seite mit diesem Leuchtbaum. Der hat einen Wackelkontakt. Mittlerweile geht er auch nicht mehr. Vielleicht findet sich ja ein Bastler oder so. Weil das hat nur was mit dem Elektrokabel zu tun. Aber ich bin kein Elektriker. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Falls den einer haben möchte, könnt ihr den natürlich auch gerne haben. So, und dann geht es hier drüben weiter im Flur. Hier haben wir noch eine... Ich muss mal Licht anmachen. Das ist so eine Sitzmatte, so eine Wärmematte fürs Auto. Kann man halt runterspannen, seht ihr schon, mit so Dingern. Und dann kann man hier Wärme oder Kühle anstellen, also dass man es auf seinen Autositz drauf macht. Weiß ich auch nicht, das hatten wir, glaube ich, Schatz, das ist von Schwiegervati, oder? Nee. Die Matte hier? Das ist von deinem Vati. Die ist von meinem Vati? Ja. Okay. Also, das heißt, das auch, kommt weg. Dieser singende Santa Claus kommt auch weg, richtig? Den möchtest du behalten, okay. Dann haben wir hier ein aufblasbares Schwimmboot. Seht ihr so ein, was man aufpusten kann, womit man über den See fahren kann. Wir haben das noch nicht aufgeblasen und getestet, ob es dicht ist. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich werde es auch so reinstellen. Dichtigkeitsprüfung nicht gegeben. Weiß ich nicht. Bitte testen. Aber ich glaube, das ist original so, weil es sieht halt wie unbenutzt auch aus. Habe ich auch von meinem Vater bekommen. Verkaufen wir auch.
Dann sind das diverse Stoffreste für Leute, die nähen oder Stoff brauchen. Das sind ganz, ganz viele Stoffe. Das ist Leinstoff hier sogar, also relativ fester. Zum Zuschneiden zu machen, für Handarbeit. So ein Kunstleder, ein blauer Zwergstoff, eine Gardine. Halt alles Stoffe, die man verarbeiten kann. Die kann man auch benutzen, wird auch verkauft. Dann haben wir hier noch einen Sonnenschirm. Der ist auch in so einer Verpackung. Ich weiß gar nicht, ob der jemals aufgebaut wurde. Sieht aber eigentlich ganz okay aus. Das ist so ein klassischer Sonnenschirm, wie man ihn kaufen kann. Für einen Garten oder für einen Balkon hier mit so einem... Eigentlich eher für einen Garten, dass man den in die Erde rammt mit so einem Dings hier halt. Ja. Das kommt auf jeden Fall weg. Dann, das kennt ihr, das ist die alte Glas-Einbau von der Waschmaschine, wo ich die Waschmaschinentür kaputt gemacht habe. Aber ich habe gesehen, man kann diese Glasdinger auch bei eBay Kleinanzeigen einzeln verkaufen. Da kann man so eine Glastür, also es gibt ja auch Leute, die zerstören nicht ihre Tür, sondern die zerstören ihr Glas. Und dann brauchen sie so eine Glassache. Die verkaufe ich auch für einen Zehner, weil neuwertig kosten die Dinger einfach mal 40 Euro, habe ich gesehen, wenn man nur das Glas kaufen möchte. Also, falls jemand was Ersatzmäßiges für seine Waschmaschine braucht, kann er es auch gerne haben. So, dann sind wir auch fast durch. Das sind Tischuntersetzer, seht ihr, so in so einer Glanz-Gold-Optik, genäht und mit Rüschen und sonst was. Für, ja, für einen Tisch, ich sage jetzt mal 70er-Jahres-Stil, so wie man sowas, so wie es die Oma sonst hat. Ja, fanden wir auch zu schade zum Wegwerfen. Auch alle drei Dinger, 2 Euro, kann man auf jeden Fall kaufen. Ja, und dann halt hier noch der alte Badewannensitz von meinem Vater. Den hat er ja benutzt. Wir haben ihm ja einen neuen angebracht. Die kosten ja auch neuwertig, glaube ich. Die kosten ja auch neuwertig 30 Euro oder sowas. Ja, ist natürlich benutzt worden. Würden wir auch noch für 5 Euro oder so. Ich muss mal gucken. Die Preise seht ihr alle auf meiner Webseite. Haltet euch jetzt nicht an das, was ich jetzt hier gesagt habe. Ich wollte es euch eigentlich nur zeigen, weil es wurde ja danach gefragt. Ja, und zu guter Letzt. Ist das hier eigentlich das Wertvollste, was wir noch loswerden wollen? Das ist vom Schwiegervati, das ist dieser Bartisch. Der ist viereckig, den habe ich auch schon mehrfach reingestellt. Das ist echt Holz. Der ist keine Pressspanplatte, der hat auch einen Unterbau. Der ist perfekt eigentlich, wenn man so einen Bartisch braucht. Das ist der Tisch und die vier Beine, die liegen hier hinten drauf, auf dem anderen Tisch noch, den wir jetzt leer geräumt haben. Hier lag auch relativ viel Zeug. Das heißt, das sind die Beine zu dem Bartisch, auch vollständig. Wer sich das angucken möchte, wer das kaufen möchte, bitte bei uns melden. Die restlichen eBay-Kleinern-Sachen, die Mira verkauft, das sind diese Sachen hier. Die sind auch schon online reingestellt. Das ist zum Beispiel immer noch die Erzgebirge Weihnachtspyramide. Handarbeit kostet neuwertig 160 Euro, wenn man das online auf erzgebirge.de kauft. Wir verkaufen es deutlich günstiger. Dann hier, weil Mira ja zum Friseur gehen wird und sich ihre Haare abschneiden lassen wird, also kurz machen lassen, werden die ganzen Haargummis, Haarbänder, sonstige Sachen, alles verkauft. Dann ein Kerzenständer, seht ihr hier, mit 3 Dingern für große Kerzen, also für romantische Abende, falls jemand sowas möchte. Dann unser Nutri-Bullet, den verkaufen wir auch. Das ist der, das ist dieser Nutri-Bullet Balance, das ist unser... ja, Mixer, dieser Supermixer, den man von TV-Shop kennt. Hier, das ist der ganz teure gewesen, für 140 Euro. Und den verkaufen wir auch deutlich günstiger, weil wir ja den Thermomix haben. Genauso der Entsafter, der funktioniert auch gut. Den hat Mira jetzt noch mal ein paar Mal getestet. Ist auch vom Schwiegervati gewesen, glaube ich. Und der funktioniert auch einwandfrei, macht leckeren Saft. Ist halt ein Entsafter, wird auch verkauft. Also alles, was ihr hier seht, was ihr drüben gesehen habt, was hier jetzt steht, steht zum Verkauf bei eBay Kleinanzeigen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich werde ganz oben in der Videobeschreibung dieses Videos beide Accounts verlinken und ich werde noch einen Kommentar anpinnen, der auch ganz oben im Kommentarbereich ist, wo auch beide Accounts hinterlegt sind. Ich möchte nochmals betonen, bitte meldet euch nur bei uns, wenn ihr ein Kaufinteresse habt. Wenn ihr irgendwie chatten wollt oder mit uns kommunizieren wollt und liebe Nachrichten schicken wollt, nutzt dafür bitte das Community-Handy. Und wir teilen nur bei 100%igem Kaufinteresse auch unsere Adresse mit. Ja? Also das heißt, Leute, mit denen ich vorher 5-mal, 6-mal, 7-mal, 8-mal geschrieben habe und die auch selbst Abholer sind, also vielleicht aus Berlin hier kommen, ja? Dass ich sage, okay, hey, ihr könnt das abholen, kein Problem. Ja, so viel erstmal dazu. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr so viel mehr dazu kommt. Die Sachen, die ich euch gezeigt habe, findet ihr, wie gesagt, alle online.
Schaut da gerne rein. Ach so, ah, das habe ich vergessen. Gut, ja, das kann ich euch auch noch zeigen. Das habe ich jetzt vergessen gehabt. Das steht jetzt hier hinter der frisch gewaschenen Wäsche. Wir haben noch drei Elektrogeräte. Einen, kann man das, hier sieht man das. Ich glaube, man sieht es. Einen normalen Elektroherd. Das ist der hier unten, ein Elektroofen. Ein Grill-Umluft-Elektrohofen. Und unser von Rosenstein und Söhne 36-in-1 Multikocher. Mit dem hat Mira, bevor sie den Thermomix hatte, immer ihren Porridge gemacht. Bei den Elektrogeräten formuliere ich das wirklich auch nochmal so, die sind alle funktionstüchtig und laufen noch. Wir tauschen die nur aus und verkaufen die für günstiges Geld, weil wir den Thermomix haben. Und das hatte Mira auch schon mal erklärt, wir wollen natürlich, wenn wir neue Elektrogeräte anschaffen, dass ein altes Elektrogerät verschwindet. Und damit man mehr Platz hat, alles ordentlicher ist. So, jetzt ist das Video, glaube ich, sogar schon 14 Minuten oder so geworden. Gut, damit sind wir am Ende. Falls ihr Interesse habt, wie gesagt, schaut gerne in die Links. Wenn ihr davon was haben wollt, wir versenden auch. Bitte nur dann, wenn es auch kleine Sachen sind, zum Beispiel die drei Paar Schuhe, die kann ich in den Karton packen. Falls jemand die Herrenschuhe haben möchte, das sind gute Herrenschuhe, dann sende ich das natürlich auch. Ansonsten meldet euch bei eBay bitte nur, wenn ihr ein Kaufinteresse habt und wenn ihr das wirklich gerne haben wollt. Und ich mache zu allen detaillierte Fotos, eine detaillierte Artikel und Produktbeschreibungen mit Größe, Länge, Breite, Funktionstüchtigkeit etc. Ja, und ansonsten kann ich sagen, kann ich jetzt nur noch sagen, das war's mit diesem Video. Es war ein Community-Wunsch, wir wurden mehrfach angeschrieben, wir sollen bitte das nochmal zeigen, was wir alles auf eBay Kleinanzeigen verkaufen. Jetzt wisst ihr es, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video bei uns wieder mit einschaltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozok. Ciao.